Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu HTML. So, heute geht es darum, wie kann ich meinen Code hübsch strukturieren und ja, wie kann ich zum Beispiel hier an der Seite so eine wunderbare Brotkorb-Navigation herstellen, zumindest einen Teil davon. Da werden wir eben diese Tags, die wir hier zum Strukturieren brauchen, werden wir überall die ganze Zeit im Usen. Und wenn ihr euch mal den Code von irgendeiner Webseite anguckt, das geht übrigens, indem ihr einfach die Webseite aufmacht, Rechtsklick und Seitenquelltext anzeigen, dann seht ihr quasi alles. Ihr könnt so im Prinzip den Code von Google lesen, wobei der absolut echt unleserlich ist, also nicht zu empfehlen. Aber schaut euch einfach mal den Quellcode von irgendwelchen anderen Seiten an. Da kann man wirklich gut was bei lernen. Und ja, wir werden jetzt heute uns um diese Struktur kümmern. Man sieht sehr häufig diese Div-Tags. Das heißt, man teilt dadurch quasi seine Webseite ein in zwei Bereiche oder in mehrere Bereiche, die immer hier mit div anfangen und mit div aufhören. Ich kann natürlich die Dinger auch schachteln, das werdet ihr sehr häufig sehen. Also zum Beispiel div in einem div und so weiter und so fort. Kennen wir ja alles. Was das hier macht, ist im Prinzip, ihr habt gerade die Seite gesehen, wie sie davor aussah. Wenn ich das jetzt hier speichere und neu lade, dann hat sich absolut gar nichts verändert. Ihr seht es. Neuladen macht nichts. Das ist auch gut so. Denn wir wollen ja, dass wir nur was einteilen. Und wenn wir hier noch nichts dran geändert haben, dann soll sich auch an unserer Ausgabe hier nichts ändern. Was man jetzt allerdings macht, man sagt, ich gebe dem Ding hier zum Beispiel eine ID oder eine Klasse. Das zeige ich euch sofort. Und dadurch kann man die dann spezifisch ansprechen. Genau. Allerdings gibt es einen riesigen Unterschied und den muss ich euch unbedingt erklären. Von div, also das hier, so wie wir es jetzt haben, setzt man so ein, um einen kompletten Bereich anders zu machen. Ich zeige es euch gerade mal, indem wir den Hintergrund von diesem Bereich jetzt zum Beispiel setzen. Also sagen wir hier, Achtung, das ist schlechter Stil, sollte man eigentlich nicht machen. Dafür gibt es jetzt dann CSS. Und ja, wie gesagt, man sollte es eigentlich nicht hier reinmachen. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie man das macht. Trotz allem, damit wir sehen, was dieser Div bewirkt. Nicht black, vielleicht eher grün. So, Background Color Green. Okay, was das jetzt macht, ist, es setzt unseren Hintergrund hier auf grün. Und wie wir sehen können, wird alles grün. Also es geht nicht nur, ihr wisst, die Tabelle geht bis hier, wo Wachmacher zu Ende ist. Bis dahin geht die Tabelle. Aber der Div, also das, was wir gerade grün gemacht haben, der geht bis ans Ende unserer Seite, also wirklich die komplette Breite durch. Und das ist der große Unterschied. Der Div nimmt alles ein, was er kriegen kann in der Breite, während ein Span, das ist der zweite Tag, den ich euch zeigen möchte, der nimmt nur das an, was er auch so kriegt. Also Span und sagen wir bis hier. Ganz komisches Ende. So. Hier sagen wir auch einfach mal eine rote Farbe, Style gleich, auch das ist übrigens gerade schlechter Stil, aber ich möchte euch bloß demonstrieren, wie ein Span funktioniert und wie ein Div funktioniert, was der Unterschied ist dabei. Okay, aktualisieren wir das mal und wir sehen, das hier ist der Span, also dieses rote Zeug hier sieht furchtbar aus auf diesem grünen Hintergrund. Ich weiß, aber es ist deutlich, glaube ich, was ich sagen möchte. Das hier ist rot, weil der Span, der nimmt genau das, was er kriegen kann, innerhalb des Bereichs. Also alles, was hier drin steht, das nimmt er alles, aber nicht die volle Breite. Das ist kein kompletter Block, sondern das ist einfach nur von da, wo wir anfangen, bis da, wo wir aufhören. Während der Div, der sagt einfach, okay, alles meins, von da, wo ich anfange, bis da, wo ich aufhöre. Ich kann natürlich jetzt auch mal den Div hier reinschieben. Mal gucken, was dann passiert. Hier rein, genau. So, und dann machen wir hier hinten dran den Div mal zu. Okay. So, und wenn wir das jetzt aktualisieren, dann sehen wir, dass er immer noch komplett durchgeht und dieses Wachmacher, das Macher, was davor auf derselben Zeile stand, das steht jetzt, dieses Macher hier in der nächsten Zeile. Was natürlich nicht ganz praktisch ist, das heißt, hier ist auf jeden Fall ein Div absolut unangebracht. Der nimmt dann wirklich den kompletten Rest des Platzes noch ein und ja, hier sollte man dringend ein Span verwenden, kein Div.
Okay, das ist der Unterschied dazu. Und ja, mit diesem Style kann man sozusagen CSS leicht ersetzen, aber an für sich macht man das nicht durch Style, sondern man setzt Klassen und IDs. Klassen und IDs sind ganz wichtig, damit man die Sachen später in CSS ansprechen kann. Und deswegen brauchen wir die ständig. Entschuldigung. So, man setzt einfach eine Klasse für einen gewissen Div. Das heißt, ich setze hier die Klasse von meinem Div auf zum Beispiel... Achso, ich sollte hier vielleicht wirklich keinen Div benutzen. Ich mache das mal hier weg. Okay. So. Hier setzen wir die Klasse auf meine Liste. So, und wir haben hier jetzt aktuell nichts geändert, aber hiermit kann ich jetzt CSS machen. Das heißt, ich kann in CSS diese Klasse ansprechen und sagen, ich hätte gerne, dass die Klasse so und so verändert wird. Zum Beispiel, dass der Hintergrund grün wird. Okay, wenn ich das jetzt hier aktualisiere, habe ich natürlich noch kein CSS, aber man sieht aktuell gar nichts und das ist genau das, was ich wollte. Klassen können auf mehrere Objekte drauf zugreifen. Das heißt, ich kann hier meiner Liste auch noch eine Klasse geben. Class gleich meine Liste. Ups. Dann, wenn ich in CSS meine Liste, also die Klasse meine Liste verändere, zum Beispiel einen grünen Hintergrund gebe, dann wirkt das auch auf dieses DL hier. Denn das hat dieselbe Klasse. Klassen können also mehrere Objekte haben. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das merkt. Und wenn ich in CSS diese Klasse verändere, dann wird automatisch alles, was diese Klasse meine Liste hat, auch verändert. Hier im Bild dann im Endeffekt. Gut, es gibt noch was Zweites. Das sind IDs. IDs, wie wir sie kennen, die sind tatsächlich nur auf einem einzigen Objekt gültig. Das heißt, wenn ich hier eine ID setze, mit dem Namen meine Klasse zum Beispiel und ich habe davon zwei, dann wird das hier nicht funktionieren. Dann sieht euer Code irgendwie kaputt aus oder irgendwas Zufälliges passiert oder sowas. Also nicht machen. Auf jeden Fall, wenn ihr mehrere Objekte habt, immer eine Klasse benutzen. Niemals eine ID, das ist sowas von wichtig. Sonst sieht alles kaputt aus. Wenn ihr wirklich nur ein Element ändern wollt, zum Beispiel ihr wollt diesen Kaffee hier in knallrot erscheinen lassen, dann macht ihr hier eine ID, mein roter Kaffee oder sowas und könnt dann auf diese ID drauf zugreifen und könnt dann spezifisch sagen, okay, das Ding hier ist jetzt rot. Das muss global wirklich einzigartig sein, dieses mein roter Kaffee. Ich kann hier noch eine weitere ID machen, aber die darf dann nicht mein roter Kaffee heißen, die muss dann halt mein roter Kaffee 2 heißen oder sowas. Oder komplett anders, wie zum Beispiel ABC. Aber auf keinen Fall mein roter Kaffee, weil sonst funktioniert es nicht mehr. Wie gesagt, Klassen mehrfach möglich, IDs nur einmal möglich. Und einfach hinten dran hängen, innerhalb des Tags, die könnt ihr in jeden Tag reinpacken, das funktioniert immer. Super geiles Zeug und damit kann man wirklich mit CSS alles verändern und ja, die werden auch eigentlich immer so benutzt. Alles klar. Ja, dann habe ich euch, glaube ich, genug gezeigt, was das Layouten angeht vorerst mal. Zumindest was das Layouten in HTML angeht. Ihr braucht diese Divs, ihr braucht Spans hier. Und dann braucht ihr Klassen oder IDs, um die Dinger verändern zu können. Denn an sich macht ein Div oder ein Span noch nichts. Aber in Kombination mit CSS ist es euer super Werkzeug, genau das, was ihr immer wolltet. Alles klar. Ja, dann war es das für heute mal wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.